Und mit dem Fahrrad wollen wir mit Olaf und Mino zusammen den Hunderadweg fahren. So, das ist mein hinterer Gepäckträger, den ich auf dem Vorderrad angebaut habe. Und dazu die Packtasche. Und wenn ich die jetzt darauf mache, habe ich hier vorne 4 cm, wo der Gepäckträger zu kurz ist. Und hier vorne rauf soll ja noch der Schlafsack. Moment, wo habe ich ihn? Hier. Da möchte ich so den Schlafsack aufbinden. Aber irgendwie muss ich den mit dem Spannband festkriegen. Das heißt, die Packtasche runter. Dann kommt das Blech rauf. Und mal mit einem kleinen Kabelbinder festgemacht. Jetzt die Packtasche kommt, liegt die an und ich kann hier drüber mit dem Spannband über die beiden Punkte meinen Schlafsack festmachen. Und das finde ich schon besser. Hier vorne kommt die Kamerahalterung rauf und mal gucken, Taschenlampen oder irgendwas. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. So, mal eben zwischendurch, die Kamerahalterung für die GoPro soll ja vorne auf dem Gepäckträger. Und das ist ja Zollgewinde. Und dann nehme ich jetzt einfach einen M6er, Gewindebohrer. Und schneide einfach nach, weil ein Gewindegang oder was würde der passen mit dem Zollgewinde, aber ja, super, den klebe ich mit Loctite ein, dann kommt der vorne durch den Gepäckträger und dann kann ich ihn mit der Flügelschraube von unten verstellen, drehbar machen und alles. So, der sitzt. So, da will ich jetzt ein Stück Fahrradschlauch untermachen, damit der auf dem Gepäckträger vorne sich nicht so leicht verdreht. Probiere ich einfach mal. Na gut, das hat nicht geklappt. Gucken, ob das geht. Das hat geklappt. So, durch ein Loch vorne im Blech und angeschraubt, fertig. Ich meine, damit wäre es leichter gegangen, ne? So, und schon habe ich meine Kamerahalterung vorne dran, die ich lösen kann, zur Seite filmen und nach vorne und hinten oder links oder rechts aufbauen.